Aber freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, du hast auch hier bei diesem Spiel Spaß. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, mit euch zu reden, vor allen Dingen. Mit meiner Gießkanne, die niemals ausgeht. Eigentlich müsste man hier ja auch so eine Art, das gibt es ja leider auch nicht, die Gießkanne, die niemals ausgeht, das ist ja schon mal eine Sache, aber es gibt auch keine, keine Anzeige, wie viel Energie du noch hast. Du musst hier nichts essen, du hast keine Energie, dir geht nicht irgendwie in die Puste aus oder so. Gibt es leider nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Einerseits ist es gut, dass man halt nicht unter Druck steht, außer vom Zeitlichen her. Unter Zeitdruck steht man leider die ganze Zeit, wenn man hier besonders viele Dinge tun muss. Aber realistisch ist es halt nicht. Wie gesagt, das mit der Gießkanne ist eine Sache und dass sie halt nie was essen muss. Oder sich ausruhen muss oder sowas. Ist halt alles nicht realistisch. Also Staffel 3 Coven ist eigentlich ziemlich akkurat mit den Hexenthematik. Meine Lieblingsstaffel ist die zweite. Mit dem Irrenhaus. Also hier, nee, wie heißt es? Ja, mit der Klapsmühle halt. Das ist meine Lieblingsstaffel. Und die aktuelle, die 10., die jetzt mittlerweile auch auf Deutsch verfügbar ist, die ist auch ziemlich gut geworden. Auf jeden Fall der erste Teil. Habe 7 Teile von Just Dance. Ach, du hast selbst 7 Teile von Just Dance. Ach so. Und welcher ist dein Lieblingsteil? Kannst du mal sagen. Ich finde Just Dance 2020 immer noch am besten. Da haben mir die Songs irgendwie am besten gefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Allein schon wegen Bangarang. Das war doch, glaube ich, auch in 2020, ne? Toffi, mach bitte einen Zaubertrick in echt. Ein Zaubertrick in echt? Ich kann warme Luft zum Stinken bringen. Reicht das? Muss warten, bis ich einen fahren lassen kann. Dann mache ich dir den Zaubertrick. Dann zeige ich dir den, wie der funktioniert. Den kannst du bestimmt auch. Ach siehst, das hat Jana sogar geschrieben. Oh Mann. Ach Mann, Jana. Ich habe das nicht gelesen. Ach Mann, Jana. Komm, du kennst mich schon so gut. Guck mal, wir kennen uns jetzt beide schon so gut. Das ist ja krass. Das ist ja krank. Jana, wir müssen aufhören, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Jana schreibt genau das, was ich denke. Ist halt echt so. Gut gemacht, Liebchen. Ich glaube, heute haben wir alles erledigt. Ne, hier gibt es noch viel mehr. Hier gibt es bestimmt noch viel mehr. Oder? Warum stehe ich denn jetzt nicht mehr unter Zeitdruck? Echt jetzt? Bin ich hier wirklich durch? Okay. Dann hole ich mir meine Belohnung auf jeden Fall mal ab. So. Das ist auch gut, aber schlimm ist das halt wirklich so wahr. Nur weil man zum Beispiel homosexuell war, gleich mal in Therapie. Uff, Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Ja, das gab es wirklich, ne? Elektroschocktherapie gab es früher auch. Aber eine ganz normale Therapie, ein ganz normaler Therapieansatz, Elektroschock, Elektroschocks, gegen komische Gedanken. Die Leute wurden geschockt, damit die komischen Gedanken verschwinden. Egal, ob es um Homosexualität ging, um Pädophile, um irgendwas, was der Kirche nicht gepasst hat. War die damalige Zeit halt wirklich so. Und das war schon krass. Das war schon echt krass. Generell ist American Horror Story berühmt dafür, dass sie tatsächlich reale Ereignisse nehmen und gerne thematisieren. Die beiden, du magst ja hier, Dings, die dritte Staffel, Coven, magst du wahnsinnig gerne, ne? Hast gesagt. Der Dauphine LaLaurie, die Sklaventreiberin, die halt eben auch die Sklaven regelmäßig umgebracht hat, um deren Blut für ihr Gesicht zu verwenden, weil sie angeblich schöner macht, die gab es wirklich, die Frau. Die war echt. So, jetzt sind wir da durch. Jetzt habe ich euch alle, jetzt habt ihr alle Albträume. Jetzt könnt ihr alle nicht mehr schlafen. Entschuldigung, Toffi ist schuld. Wir müssen ja auch noch nicht schlafen gehen. Wir können ja über was anderes reden. Willst du mal einen Witz hören? Was? Kannst du dann mal malen, wie du mich vorstellst? Nein. Ich male jetzt nicht, wie ich mich dir vorstelle. Hä? Wie kommst du jetzt auf die Idee? Mal jetzt einen Menschen.
male jetzt niemanden. Wenn ich male, kommt höchstens eine Diddlemaus bei raus. Das ist das Einzige, was ich malen kann, ist eine Diddlemaus. Ist echt so. Hui. Oh, das sieht so schön aus. Ich liebe mein Gebiet hier. Ich finde es so schön. Hallo. Sag mal. Hau jetzt. Ich wollte gerade sagen, mach jetzt endlich. Ich bin eine Hexe, also eine echte. Ja, ich kenne die Geschichte. Auch die Oberste und die Hexenrat. Und wie gesagt, ziemlich nah dran. Siehste? Siehste? Krasse Scheiße, ne? Du bist eine echte Hexe. Tatsächlich. Kannst du mir was zaubern? Zauber mir mal eine Pizza her. Ich krieg langsam Hunger. Was? Was geschrieben? Habe 14, 15, 17, 18, 19, 20 und 21 von Just Dance. Wieso 16 nicht? War der Teil doof? So. Was können wir sonst noch machen? Ich könnte hier jetzt noch ein bisschen weiter looten, aber tatsächlich könnten wir auch eigentlich hier jetzt dann langsam wieder zurückgehen. Ein Insekt fehlt mir noch. Ob ich das jetzt heute schon kriege, ist die andere Frage. Ich glaube, ein Insekt fehlt mir noch, ne? Ja, ein Insekt fehlt mir noch. Oh, bis ich das kriege. Das wird bestimmt irgendeins, ein popliges hier rumfliegen, sein, das ich halt eben einfach nicht erkenne. Eine Raupe der Schön, die kenne ich schon, siehst du? Ich will eine neue Insekt. Neues Insekt, bitte. Oh, das ist doch fies. Teleschnecke, hallo. Minecraft spiele ich gerade aktuell nicht. Eiler, hallo, guten Abend. Rest in Peace 16. Ja, Erich. Dann musst du dir jetzt Just Dance 16 holen. Und uns sagen, ob sich das lohnt. Tust du das für mich? Ey, hey! Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Zauber funktionieren nicht einfach so, zumal ich auf Tarot und die Divination spezialisiert bin und ein wenig Kräuterkunde. Ja, sag mir, welche Kräuter ich brauche, damit ich eine Pizza kriege. Ich gehe in den Wald und hole mir die Kräuter. Und dann sagst du mal, welchen Spruch ich aufsagen soll, damit die Pizza hierher kommt. Bitte mach mal. So, guck mal, dieser Käfer. Der fliegende. Das ist der, den ich noch nicht habe. Doch, den habe ich schon. Manu. Oregano. Pizzagewürz vom Rewe. Muss es der von Rewe sein? Ich habe hier keinen in der Nähe. Alter, stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, das ginge wirklich. Oh, kehre nach Käfern. Oregano. Ich hab irgendein Gewürz habe ich im Garten tatsächlich. Oh, ja, bitte. Locken mit Kopftuch. Habt ihr das gesehen, Leute? Achtung. Hä, warte, da war's. Alter! Bin ich schick! Bin ich schick! Oi, oi, bin ich schick! Ich kann ja auch ein Foto machen, ne? Wie ging das denn mit dem Foto da? Warte. Kamerabewegung und jetzt, wie geht das noch mit dem. Ich kann doch noch. Pose, genau, hier. Oi, bin ich schick! Hä? Hallo? Jetzt bin ich ein Spanner. Ich mache ein Foto aus dem Busch. Das sieht doch süß aus, oder? Komm, das machen wir. So. Oh, süß. Tada! Sieht super aus, Toffi, nicht wahr? Weißt du, wie lange ich es gebraucht habe, diese Frisur hinzukriegen? Weißt du, wie viele Tonnen von Haarspray ich dafür gebraucht habe? Das kannst du dir gar nicht ausmalen. So, jetzt geht's aber wieder nach Hause. Heimwärts. Wir müssen schlafen. Und das ginge, wäre meine Familie extrem fett. Ja, immer nur Pizza geht halt nicht, ne?
So. Warte, was? Soll ich etwas im, etwa in der Mülltonne suchen? Erich. Du wieder. Ups. Bin gefallen. Just Dance 18 und hab noch kein Just Dance 2022. Ist aber eigentlich auch ganz cool. Was ich ein bisschen schade finde bei diesem neuen Just Dance-Spiel, dass kein Special Mode mehr dabei ist. Irgendwie, die bringen keine neuen Party-Modes mehr raus. Es sind immer wieder die gleichen Standard-Modes. Tanze einfach und gut ist. Ich hätte mir irgendwie so eine Art Herausforderungsmodus gewünscht oder sowas. Oder so eine Art Story-Modus, wo man gegen irgendwelche Gegner tanzen muss oder sowas. Das hätte ich jetzt cool gefunden, aber das machen sie irgendwie nie. Toffi, hast du in letzter Zeit Sushi besucht? Ich bin sicher, dass Sushi sich freuen würde. Wir haben gerade miteinander geerntet. Wir waren gerade unterwegs. Sushi gibt sich tapfer, aber jeder von uns geht anders mit der Präsenz der Dürre um. Lass uns schauen, ob wir bei irgendwas helfen können. Ja, es ist schlau, gut mit der Person befreundet zu sein, die dich regelmäßig hunderte Meter über dem Boden durch die Luft trägt. Genau. Wenn wir nicht unterwegs sind, verbringt Sushi die Zeit im Schlafplatz. Sag Sushi Hallo, wenn sich die Gelegenheit gibt. Toffi. Hallo, Sushi! Erledigt. Du hast doch bestimmt die Haare ins Klo gehalten und dann gespült. Was? Weißt du, wie lange das dauert? Vor allem diese Welle da hinten. Ich brauche einen Lockenwickler und versuch mal in diese Haare einen Lockenwickler reinzubringen. Schatz, an was denkst du? An nichts Wichtiges. Oh, ich dachte, du denkst an mich. Ja, hab ich doch. Da gibt es auch diesen uralten Witz. Was ist das? Mit wem würden Sie gerne ein romantisches Wochenende verbringen? A, mit Ihrer Frau. Und dann sagt der Mann, dem die Frage gestellt wurde, gleich schon direkt B, B, B. Also ja, nicht mit der Frau. Oh, guck mal, der will kuscheln. Och, wie süß. Oh, der hat Hunger. Ich habe nichts für dich zu essen. Füttern. Wo hast du jetzt das Essen her? Oh, ich habe gerade gedacht, die hat einen Kuss gegeben. Und nochmal füttern. Also das heißt, wir müssen Sushi genauso behandeln wie die anderen Tiere auch auf den Inseln. Oder in dem Gebiet. Alles klar, auch Sushi müssen wir jeden Tag bezirzen. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Ist ja auch ein Tier, das Liebe braucht. Finde ich cool, finde ich cool. Ich mag dich in Just Dance. Dankeschön. Freut mich, dass ich Spaß an meinen kompletten, komischen, krampfigen Moves habe. So, gucken wir wegen der Alchemie nochmal. Da ist noch ein Fragezeichen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Machen wir mal. Ich habe jetzt das einzige weggegeben, was ich hatte. Aber egal. Mhm. So. Ja, ist leider aktuell nicht groß viel dabei. Was ich abgeben kann. Ja, die Augapfeltapete hat's getan. Schleifentapete? Wir haben da eh genug. Deswegen geben wir da ja wirklich mal was ab hier. Macht Sinn, oder? Okay, ein bisschen was erneuert habe ich. Okay. Was? Vielleicht wird dann aus Sushi sowas wie Super Sushi oder Teriyaki. Oh Gott. Super Sushi. Da gibt es eine ganz tolle Werbung von Babybel. Die fand ich immer voll witzig früher. Da haben sie Super Cheese genannt. Super Cheese! Das war so kleine Mini-Babybel. Die haben sich immer Super Cheese genannt. Ich fand die voll süß. Weißt du, ich muss immer daran denken, dass unser armes Liebchen Toffi nie einen Mentor hatte. Was für eine Schande. Nun, die anderen Alchemisten von Immerherz waren beschäftigt, Diaria. Du meinst, bis sie aus der Stadt geworfen wurden? Es nützt nichts, darauf herumzureiten, Diaria. Ich weiß, aber es bricht mir trotzdem das Herz, Alambic. Und die Situation der Gilde hat sich auch noch nicht verbessert, nachdem sie in diese Gasse gezogen ist. Sie haben ihr Bestes getan. Das waren für alle schwere Zeiten. Vielleicht kehren sie ja eines Tages zurück und helfen uns, unseren Lehrling zu fühlen. Vielleicht oder vielleicht
Achso, vielleicht. Oder vielleicht wird unser Lehrling Ihnen ein oder zwei Sachen beibringen. Ich könnte ihn schon beibringen. Scheiße labern am laufenden Band. Das kann ich auf jeden Fall gut beibringen. Das kann ich. Das können die Leute im Chat bestätigen. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Ja, wir brauchen tatsächlich ganz, ganz viele Quartiere. Ich brauche echt viele davon. Und die kommt schon wieder. Ich hoffe, das ist doch kein Krampf in Just Dance, so wie du das machst. Ja, ich glaube, ihr denkt immer, dass das gut ist, aber ich glaube, das kriegen andere Leute auch noch viel besser hin. Nur, dass ich Punkte kriege, heißt nicht, dass es gut ist. Ich mache die Bewegungen halt irgendwie, aber irgendwie sieht das doch ein bisschen... Ich fühle mich ein bisschen angekrampfter, finde ich. Just Dance 16... Pupsi, du brauchst nicht immer das Gleiche schreiben. Ich habe es schon gelesen. Was soll ich jetzt sagen? Just Dance 16 kommt noch, habe ich ja vorhin schon drauf geantwortet. Ja, schön. Freut mich. Und hast du eine Freundin? Über mein Privatleben rede ich nicht wirklich sonderlich viel, aber ich sag mal so, ich habe einen Sohn. Jetzt kannst du dir das zusammenreimen. Über meinen Sohn habe ich ja schon öfters mal gesprochen. Aber bitte nicht immer die ganze Zeit das Gleiche schreiben, nur weil ich mal kurz nicht darauf reagiere. Ich lese irgendwann schon die Nachricht. Super Richie kommt zu dir gefliegt, Alter. Das sind auch noch Zeiten von früher gewesen, ne? Toffi, guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte mich nur für gestern bei dir bedanken. Das Haus, ich liebe es. Ja, ich habe es auch mit Liebe gebaut. Du bist einfach großartig, Toffi. Wer kommt denn jetzt? Sag mal, haben wir heute Tag der offenen Tür? Hallo? Toffi, bist du zu Hause? Was? Oh, guck mal hier. Ich glaube, sie schaut mal nach, wer da ist. Alter, das tut voll weh. Sie schaut einfach mal nach, wer da ist. Alter, die nachzumachen ist echt fies. Oh Gott. Wenn ich jetzt spiele, sieht das längst nicht so gut aus wie bei dir. Du machst das echt super. Ach so, wenn ich Just Dance spiele. Ach komm. Ich glaube, ihr seid genauso wie ich. Ihr kriegt wahrscheinlich, ihr denkt halt immer, dass sie... andere Leute bewerten halt die eigene Leistung immer wieder ganz anders, ne? Man ist halt immer selbstkritisch. Ich glaube, das ist genauso das Fehler, der Fehler, den ich auch immer wieder mache und den ihr wahrscheinlich dann auch macht. Das ist mein Bruder. Oh nein, noch einer? Von der Sorte? Ich wette, Mama und Papa haben ihn geschickt, um mich zu suchen. Ich habe ihnen einen Brief dagelassen, bevor ich nach Alaria gekommen bin. Das reicht doch. Oder nicht? Die ist von zu Hause abgehauen. Die wird immer suspekter, ne? Was möchtest du? Ich bin gerade erst gekommen, Toffi. Ich habe Angst, dass er versuchen will, mich nach Hause zu holen. Das wäre aber auch echt schade, ne? Irgendwann musst du mit ihm reden, Aralin. Ich bin sicher, Oleander wird dir zuhören, wenn du nur mit ihm sprichst, Aralin. Oleander? Es wird alles gut, Liebchen. Wir sind alle bei dir. Okay. Ich bin hier, Oleander. Witch of Mothra. Bis später, hoffentlich. Aralin! Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Dieses Zwinkern, das macht mich wahnsinnig. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich euch allen solche Sorgen bereitet habe. Aber ich hatte Angst, dass sie Nein sagen würden, wenn ich mit ihnen sprechen würde. Außerdem, sieh nur, wie viel Toffi getan hat. Ich möchte auch helfen. Ich möchte allen beweisen, dass ich alt genug bin, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Aralin, ich verstehe dich. Das tue ich wirklich. Er wiegt die positiven und die negativen Aspekte ab. Mache ich mich ein bisschen zu sehr über das Spiel lustig? Das ist einfach zu gut. Ja, die Augen, Jana. Die fehlen ja. Ich habe einfach zu viel Spaß. Aber Mama und Papa wollen nur das Beste für dich.
Weißt du, Liebchen, manchmal sagen Eltern nicht gerade heraus, was sie denken. Sie sagen nicht direkt, dass sie möchten, dass du glücklich bist, sondern sie sagen das, was dich ihrer Meinung nach glücklich macht. Ihre Vorstellung von dem, was dich glücklich macht, sind vielleicht nicht immer richtig. Doch sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dich glücklich zu sehen. Hier zu sein, wieder zu Hause zu sein, das macht mich glücklich. Also will ich bleiben. Ich möchte Toffee helfen und etwas bewirken. Unser Zuhause neu aufbauen, gemeinsam. Es klingt, als wüsstest du sehr genau, was du möchtest, Aralyn. Dürfte ich vielleicht vorschlagen, dass ihr beide hier bleibt? Ich bin sicher, Toffee hätte sehr gerne wieder ein paar Freunde hier. Denkt ihr, wenn wir einen Brief an eure Eltern schreiben, wären sie einverstanden? Genau, ja. Die Kinder hauen ab von zu Hause. Also zumindest die Tochter haut ab, lässt einen Brief da und sagt, ich bin dann mal weg. Tschüss. Tochter weg. Sagen zum Sohnemann, geh und hol unsere Tochter wieder. Sohnemann bleibt auch weg und sagt, ich bin dann auch mal weg. Tschüss. Eltern haben keine Kinder mehr. Das ist das Glücklichste, was den Eltern passieren kann, oder? Ich denke, damit würden sie voll zufrieden sein. Die rahmen die Briefe einfach ein, hängen sie schön an die Wand und haben sie ein Andenken an die Kinder. Ja, schön. Das ist eine interessante Idee. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber besonders freuen würden. Aber ich denke, wenn der Brief von euch beiden kommt, wären sie einverstanden. Das könnte funktionieren. Eigentlich ist das perfekt. Oh, Leander, du hattest doch sowieso gehofft, bald auszuziehen und einen Blumenladen zu eröffnen. Stimmt. Gut, der Name passt, ne? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und du hast fast deine Bäckerausbildung fertig, nicht wahr? Genau. Wir sind vielleicht nicht sonderlich begabt, was Werkzeug angeht, aber wir können beide auf unsere eigene Art und Weise etwas bewirken. Das wird wundervoll, wieder Blumen im Haus zu haben. Ein paar frische Kekse für den Tee. Hast du diese Entscheidung für Alaria getroffen, Diaria? Oder für deinen Nachmittagstee? Wieso nicht für beides? Ein Gewinn auf allen Ebenen. Vielleicht bist du etwas zu voreilig, Diaria. Nun gut. Toffee soll Oleander helfen, sich hier einzuleben. Und dann trinken wir einen Tee. Sie sollten sich vielleicht auch mal mit dem Blumenladen und der Bäckerei bekannt machen. Das stimmt. Es ist in Ordnung, Toffee. Es gibt keinen Grund zur Eile. Aralyn, gehen wir in die Stadt. Du kannst mir alles zeigen. Wir können außerdem anfangen zu überlegen, welche Vorräte für die Geschäfte wir brauchen. Alter. Das sind die missratensten Kinder, die ich jemals gesehen habe. Die hauen einfach von zu Hause ab. Hast du Discord? Nein, habe ich nicht. Wann kommt Just Dance 2018? Ich spiele ja gerade Just Dance 2022, deswegen wird 2018 erstmal nicht kommen. Solange ich eins am Laufen habe, ich spiele nicht beide gleichzeitig. Ich habe dich heute gesehen. Wo? Der Typ zeigte ein Bild, wo ein Mülleimer stand. Kann das sein, dass du da eine Schraube locker hast? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich bin gerade am Überlegen, was ich als erstes mache. Ich gehe tanzen. Viel Spaß. Und ich trinke noch einen Schluck. Während ich überlege, was ich als nächstes mache. Oh Gott. Ich habe mich verschluckt. Oh, Entschuldigung. Oh. Oi, oi, oi. Oh. Okay, gut. So, wie speichere ich jetzt? Spiel speichern. Da. Schicksal! Das Spiel hat gerade gehört, dass ich es ausmachen will. Was sagt das Spiel? Toffee, du willst mich ausmachen? Da hast du! Aha.